Mein Name ist Christina Röcke. Ich bin hier an der Universität Zürich, stellvertretende Direktorin im universitären Forschungsschwerpunkt Dynamik gesunden Alterns. Mein Forschungsgebiet ist ein bisschen mehr geteilt. Ich interessiere mich zum einen für das emotionale Altern und wie Wohlbefinden und Lebensqualität sich verändert oder auch stabil bleibt im höheren Erwachsenenalter. Und ich interessiere mich für Alltagsaktivitäten und inwiefern Aktivitäten mit Gesundheit im höheren Alter zusammenhängen. Der Nutzen für die Gesellschaft von der Forschung, die wir hier machen, sehe ich darin, dass wir zum einen die älteren Menschen in ihrer Vielfalt abbilden, weil wir nicht nur auf Mittelwerte von Funktionsparametern abzielen, sondern wirklich gucken, sehr alltagsnah auf der Ebene von einzelnen Personen versuchen zu verstehen, was sie empfinden, was sie noch möchten und wie sie handeln. Wie ich mich erhole. Ich erhole mich tatsächlich zum einen, indem ich Schmuck mache. Sehr gerne, habe ich schon ganz früher gemacht, mache ich immer noch sehr gerne, auch mit meinen Kindern. Ich treffe sehr gerne Freunde und habe das experimentelle Kochen für mich jetzt entdeckt. Nicht immer zur Freude meiner Familie, aber doch immer mal wieder zur Freude, aber vor allem zur Freude auch von mir selber.